Ein ungewöhnlicher Auftrag für Lena Lorenz, die Hebamme, wird zur Familie Zenner gerufen. Das Baby der Unternehmer ist allerdings schon 3 Wochen alt. Wie dringend Lenas Einsatz trotzdem ist, zeigt sich gleich beim ersten Treffen im Trachtenmodengeschäft der Zenners. Weil sie die Milch vergessen haben, füttern sie die Tochter Svea mit Apfelsaft. Lenas ersten Eindruck bestätigen weitere Untersuchungen. Das Mädchen wiegt zu wenig, ist wund am Po, der Nabel ist entzündet. Den Eltern gibt die engagierte Hebamme mit auf den Weg, Svea alle 2 Stunden zu füttern und das zu dokumentieren. Dass das nachts eine extra eingestellte Nanny macht, verwundert Lena sehr. Ebenso, dass Mika, der 7-jährige Bruder des Babys, sich vorwiegend um die Kleine kümmert. Lenas Alarmglocken schrillen. Lena ist alarmiert. Aber selbst Dr. Keller, den sie auf die Familie aufmerksam macht, wiegelt ab. Weil Lena aber nicht locker lässt, kommt es zum Eklat. Magdalena Zenner kündigt ihr, droht sogar mit der Polizei. Da bleibt nur noch eine Option, Lena schaltet das Jugendamt ein, die Familie kommt mit einer Unterlassungserklärung. Plötzlich häufen sich auf Lenas Website negative Kommentare, ohne Worte steht da, die Qualität der Rückbildungsgymnastik hätte nachgelassen und Patientinnen sagen ab, weil sie sich eine andere Hebamme gesucht haben. Auch der Bürgermeister redet der Hebamme ins Gewissen. Schließlich sind die Zenners angesehene Leute. Nur Eva ahnt, vielleicht bist du der Wahrheit zu nahe gekommen. Wie berechtigt Lenas Befürchtungen waren, zeigt sich schon wenig später. Als Mika der weinenden Svea die Flasche warm machen will, kippt der Topf mit dem brühend heißen Wasser auf das Baby. Lena mit den Eltern im Schlepptau kann durch ihr schnelles Eingreifen ein größeres Drama verhindern. Wenig Zeit bleibt Lena bei den Entwicklungen um die Zenners für ihr eigenes Privatleben. Dabei kreuzt der nette Tierarzt Aaron Kolberg mehrmals ihren Weg. Lena Lorenz läuft donnerstags um 20 Uhr und 15 Minuten im ZDF. Alle Folgen stehen bereits in der Mediathek zum Abruf bereit.